Ja, hört ihr mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Wie ihr schon seht, da hat sich einiges verändert. Und ich sehe auch gerade hier oben, das ist nicht schön. Was ist denn das? Das ist ja nicht schön. Okay. Gleich, mache ich gleich hier noch. Wie ihr schon seht, ich habe mir Add-ons installiert. Ich habe mich damit jetzt mal kurz ein bisschen beschäftigt. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Denn, also ich habe mir so einen Add-on-Manager. Haltet eure Knie oben und atmet. Ihr könnt die Daedra nicht bekämpfen, wenn ihr tot seid. Laute! Heruntergeladen. Ich werde dazu mit Sicherheit nochmal ein eigenes Video machen. Welcher Add-on-Manager, welche Add-ons und so weiter. Nur so viel. Man sieht diese Add-ons hier unter Erweiterung. Das ist jetzt das, was ich installiert habe. Ja, ob ich das jetzt alles brauche oder nach und nach vielleicht doch immer wieder abschalte, ja, bleibt abzuwarten. Aber was hier richtig cool ist, man könnte jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal die Minimap, hier, die Minimap, und jetzt könnte ich einfach neu laden, in-game, zack, er lädt neu rein, dieses Add-on ist wieder nicht mehr vorhanden. Das heißt, sollte es jetzt also zu Problemen kommen, dann kann ich einfach hier reingehen, neu laden und dann sehen, ob es auch tatsächlich an diesem Ding liegt. Des Weiteren bietet es natürlich tausende Einstellungen Möglichkeiten. Ich habe zum einen mal hier dieses Attack-Zeug, sieht man hier in der Mitte unten. Meine HP, die HP der Gegner, siehst du ja auch oben nochmal. Weiß nicht, warum das doppelt ist und ich würde das untere gerne wegmachen, dieser über meinen Dingern, die so leicht durchsichtig ist. Ich weiß nicht, warum das... Naja, ist egal. Aber gut, das ist das eine, das mir ein bisschen Kampfsachen anzeigen sollte. Dann habe ich hier die Minimap. So, und jetzt können wir vielleicht mal hier... Achso, die kann man nur in einer gewissen Größe. Dann machen wir es mal so. Weil also das ist mir fast ein bisschen zu klein, die 200. Dann probieren wir es mal mit 300. Ich ziehe das jetzt dann hier gleich noch ein bisschen. Ja, aber was soll denn dann dieses schwarze... Der schwarze Balken? Der gefällt mir nicht. Dieses schwarze Balken? Was soll denn das? Dann machen wir es halt doch klein. Hauptsache, ich habe nicht so viel schwarzen Balken hier mit dabei. Gut. Das war die Minimap. Dann hätte ich hier noch eine Harvester-Map. Was auch immer die jetzt genau bringt. Ich glaube, die soll mir dann auch hier auf der Karte Sachen anzeigen. Was ihr hier aber schon seht, ist die Himmelsscherben-Add-on. Das finde ich richtig gut, dass mir anzeigt, wo sind Himmelsscherben. Habe ich sie schon? Habe ich sie noch nicht? Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mir die da geholt habe. Ach nee, die war ja da oben. Und da habe ich sie mir geholt. In der Tat. Gut. Was habe ich noch? Inventarmod. MQT, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Keine Ahnung, was das war. Achso, der Multiple Quest Tracker. Dass ich nicht nur eine Quest immer hier habe, die dann durchwechselt, sondern dass ich alle möglichen hier habe. Mal gucken, wie das ist, wenn man da mal 10 Stück hat. Da muss ich mal gucken. Vielleicht wird es dann... Ah, man kann es auch ein bisschen kleiner machen. Okay. Ja. Nee, das hat eigentlich schon gepasst, wie es war. Okay. Da muss man mal gucken. Dann hier Loot Drop, das ist das Bekannte, was ich ja schon letztens hatte, das hier auftaucht, nach und nach. Das hier, mit dem irgendwie andere Add-ons dann funktionieren und das theoretisch noch ein paar Sachen hat, ein paar Kleinigkeiten, ist also nicht verkehrt, lasse ich mal mitlaufen. Und eben dieses Sky Shards, also die Himmelsscherben Add-on. So, jetzt zum Inventar. Das finde ich nämlich auch toll. Das ist mal ein super tolles Add-on. Das ist mir hier so schön wie in einer normalen MMO-Tasche alles anzeigt. Ja, so habe ich das viel besser im Blick, was da was ist, was kann ich wegschmeißen und so weiter. Ich meine, klar, da steht dann kein Name mehr daneben, aber
Also, ganz ehrlich, das reicht. Hohnstein, ich brauche mehr Hohnsteine. Okay, wie dem auch sei, hier bin ich angekommen. Und plötzlich eine neue Quest. Kamerad, ich habe eine dringende Nachricht ja, für euch. Was ist? Hirtenmeisterin sieht alle Farben, möchte euch schnellstmöglich sehen. Sie sagte, das Tagebuch hätte etwas über einen Vivicus enthüllt. Vivicus? Sie erwartet euch in der Gildenhalle. Ihr findet sie in der Halle in Eldenwurz, Kamerad. Eldenwurz? Mögen die acht... Keine Ahnung. In der Halle Munkel... Eldenwurz. Eldenwurz. Okay. Habe ich hier noch irgendwas dann? Nein. Also wir müssten jetzt mal hier hin. Das heißt, ich würde jetzt schnell zu dem Wegstein gehen und dann zu dem und darüber. Also aber die möchte ich, ne? Aber warum tauchen denn in meiner Leiste oben nur noch Quests auf? Das ist doch bestimmt eine Sache von so einem Add-on. Oder? Oder vielleicht ist es mit dieser Karte jetzt hier verändert. Wo ist er? Minimap? Nee. Aber das ist ja was ich jetzt sehr schnell austesten kann. Tauchen nicht auf. Vielleicht die Minimap. Auch nicht. Also wenn ich jetzt alle ausmache, müsste das auch aber wieder dastehen, oder? Nicht, dass ich mich jetzt hier täusche und das steht gar nicht da. Ach so, die tauchen gar nicht mal auf, wenn wir sie mal... Ich dachte immer, die tauchen nochmal auf. Okay. Dann können wir sie ja auch alle wieder einschalten. Ich dachte ja, das ist... vielleicht hier irgendwo. Naja gut. Aber wir haben ja jetzt die tolle Minimap, dass wir halbwegs wissen, wohin wir laufen. Low Stamina. Ach, das wird mir hier sogar angezeigt. Wie nicht toll eigentlich. Eigentlich ist das irrelevant. Ich glaube, dieses Kampf-Add-on, das muss ich wieder ausschalten, je nachdem, ob es mir jetzt Schaden anzeigt oder nicht. Das muss ich nur austesten. Aber ich glaube, das ist das Erste, was wieder rausfällt. Finde ich auch optisch überhaupt nicht ansprechend. Ich meine, die Minimap, das ist halt eine Sache, das ist halt wirklich gut, eine Minimap. Finde ich persönlich immer wichtig. So, von hier oder von hier? Hier oder hier? Hier oder hier? Hier oder hier? Hier oder hier? Ich würde sagen von hier, weil ich glaube, da sind wir noch nicht sehr oft. Eigentlich ist es wurscht. Gehen wir von hier. Mann. Okay. Ah, so. Ach, der wird mir jetzt angezeigt. Ach, bloß in der Stadt nichts oder was? Verstehe ich nicht. So, und jetzt ist die Frage, was bringt denn jetzt dieses Harvest Map? Aktiviert das Anzeigen von nahen Pins auf dem Kompass ein. Zeige Erze auf der Karte und dem Kompass. Na, ich bin gespannt. Also da müsste jetzt dann eigentlich, was ist denn das, ein Kraut, ein Alchemie-Zeug.
Das funktioniert schon mal nicht. Okay, dieses Addon kann ich dann also erstmal wieder deaktivieren. Vielleicht müsste man auch erst noch irgendwas einschalten oder was ist, muss ich mir nochmal angucken mit diesen Addons. Ja, hallo? Ah. Das wäre natürlich nämlich auch nice, wenn mal kurz darauf hingewiesen wird, hallo, hallo, links neben dir, da ist was und so. Da kannst du was einsammeln. Aber so ist ja auch schon. Nice. Das ist schon gut mit diesen Kräutermeldungen. Da ich ja da auch mal langsam aber sicher einsteigen möchte in die ganze Sache. Und wenn ihr rechts oben auf die Minimap guckt, das ist noch ein bisschen ungenau die Richtung, in die ich zeige. Leider. So, irgendwo da. Versuchen Sie mal im Wasser. Wahrscheinlich ist es oben gewesen, oder? Wahrscheinlich hier oben drauf. Ja, mit Sicherheit. Über mir. Okay. War also ein Fehler. Oder ich habe sie doch schon. Und das Addon funktioniert noch nicht ganz gut. Aha, okay. 100 kritische Sobe. Okay, das, ich weiß nicht, ob ich das will, diese Anzeigen. Das ist mir nicht schön genug. Vielleicht mal, wenn da ein schönes kommt. Auf. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch hier? Sag mal, geht's noch ein bisschen aggressiver? Also ihr könnt ja gerne mal unter die Kommentare, naja, wobei das ist eigentlich sinnlos, weil bis ihr das seht, habe ich schon wieder 40 Folgen aufgenommen oder so. Insofern ist, glaube ich, wenig sinnvoll, wenn ihr mir unter die Kommentare schreibt, ob ihr das sehen wollt. Aber vielleicht mache ich ja mal so ein kurzes, schnelles Video, was ich zwischendrin aufnehme für Addons. Und dann kann ich euch da direkt fragen nochmal. Wie komme ich denn da jetzt, wie komme ich jetzt da hoch? Also ignoriert das, was ich eben gesagt habe. In diesem Video keine Antworten darüber, wie es euch gefällt oder nicht. Das entscheidet sich an anderer Stelle. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Verdammt nochmal. Ah, was ist denn jetzt das? Jetzt habe ich plötzlich Addon, obwohl ich das doch deaktiviert habe. Probieren wir mal, ob das auch stimmt. Da wird mir was grün angezeigt. Tatsache. Ja, wie cool ist das denn? Aber ich habe es doch deaktiviert. Dachte ich. Habe ich es nicht deaktiviert? Okay, die lassen wir mal grün. Schmied, mach mal bitte mal blau. Schneider ist mir erstmal bewusst. Alchemie. Mönerei auch. Schatztruhen. Schatztruhen, mach mal bitte. Die machen wir mal pink. Ne, die machen wir rot. Und Verzauberung. Genau, das war's noch. Die machen wir bitte pink. Aha. Jute. Nö, die Männer machen wir. Eigentlich müssen wir jetzt alle machen. Okay. Schneider können doch so gelblich sein, hä? Oder Türkis? Türkis. Und Schreiner braun. Ja, dunkleres Braun hier.
funktioniert aber wirklich ganz gut. Okay. So. Jute. Irgendwo hier um. Oh. Da hing ich mal kurz. Da ist er. Da ist er, die Himmelsscherbe. Hervorragend. Gut, dann können wir jetzt mal gucken, wo die nächste noch ist, ob wir noch eine verpasst haben. Haben wir. Was soll ich denn da? Gildenmeisterin zieht alle Farben, soll ich sprechen da? Okay. Hier haben wir eine verpasst. Und hier. Okay. Dann müssten wir... Nein. Ich wollte jetzt, wie macht man das... Ziel setzen, F. Ha. Ich will gerade auch mal ein bisschen ausprobieren, dieses Zeug dann, ob man da wirklich danach gehen kann. Ah, das ist die Jute. Okay, das ist also... Die sind gar nicht so groß dann. Weiß aber auch nicht, ob man es wirklich braucht. Ja. Das ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Und schade, dass rechts oben die Symbole dann nicht auch eingefärbt sind. Dann wird es wirklich Sinn machen. Bei dieser Minimap-Karte hier natürlich schon auch. Also, schauen wir mal. Stimmt's? Stimmt. So, ein bisschen falschen Wegpunkt gesetzt. Dann hatten wir gesagt, da fehlt die Scherbe. Wir könnten aber auch... Nee, wir holen erst einmal jetzt die Scherben. Das ist mir schon irgendwie wichtig, die zu haben. Skillpunkt ist ein Skillpunkt. So, da müssen wir wieder hier durch wahrscheinlich, genau. Ach, das war dieses verbuggte Ding. Alles klar. Okay, also diese ganzen... Würde das nicht so piem, 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 da links, rechts und so? Ein bisschen weniger würde auch manchmal reichen. Machen wir einfach aus. Harvest Map ist tatsächlich aus. Machen wir lieber wieder ein. Bis hier. Jetzt habe ich bestimmt wieder keine Harvest-Dinger, oder? Wette ich was. Da wette ich doch was. Oh, Vansalen. Da war ich noch überhaupt nie. Das ist mit Sicherheit hier drin.
Dann gehen wir halt mal rein. Dachte, da wäre ich schon mal gewesen. Vansalen. Vansalen. Das ist ja aber praktisch. War ich hier nicht schon mal? Hab ich die jetzt mit einem Hieb weggemacht? Nee. Ist schon gut, dass wir da kein Damage-Adder mehr haben jetzt hier. Das ist mir jetzt einfach zu viel gefuschelt. Das ist Gold und XP, das reicht schon, wenn ich das habe. Gerade heilen, aber du hältst dich das schon selber. Das ist ja wunderbar. Und auf was wartet ihr hier? Ihr habt doch irgendeine Quest, die ich nicht habe. Hey, da haben wir doch schon. Fertigkeitspunkt. Da würde ich fast sagen, jetzt machen wir mal dieses Reden. Zeugen der Wille, genau. Das kam jetzt schon sehr häufig, die Möglichkeit. Und dann, better safe than sorry, sag ich dir nur. Soll mal die Quest hier gewesen wäre. Nun lad schon. Hallo? Sonst geht's noch, oder? Achso, den Skill wollte ich ja auch unbedingt mal verbessern, damit er sofort kommt und nicht mehr gecastet werden muss. Hallo?
jetzt mal kurz drüber und dann fliegen ein paar Skelette zu mir. Wow! Hammers? Ich wollte eigentlich nur hier hin. Und es wird mir jetzt nicht mehr auf der Minimap angezeigt. Ha! Muss ich die Minimap wieder deaktivieren? Oder was ist es jetzt hier mit dem Harvester? Tun wir halt nochmal, ne? Deaktivieren und neuladen. Wahrscheinlich geht's jetzt wieder. Ich trau's dem Spitz zu. Okay, ich möchte da im Prinzip drüber. Das geht wohl nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wird mir nicht angezeigt. Von den Seiten! Hör da mal auf, ich will jetzt da mal meinen Harvester austesten. So, da will ich ihn jetzt nämlich austesten. Wenn ich das jetzt nochmal einschalte, neu lade. Nochmal die Einstellungen reingehe. So. Ah, jetzt funktioniert's bloß bei dem nicht. Aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen. Bei anderen funktioniert's anscheinend. Ah, jetzt hat er nachgeladen. Vielleicht entdeckt er die auch erst nach einer Zeit. Oder in dem Moment, wo sie aufpoppen oder so. Dass er sie dann schnallt. Okay, wir lassen es mal aktiv. Lass uns mal aktiv und gucken mal, wie sich das so entwickelt. So, und jetzt haben wir noch eine. Da hatten wir die noch. Da waren wir ja aber auch noch nicht. Hier waren, das haben wir ja ausgelassen. Ne? Das haben wir. Okay. Achso, wir könnten aber auch erst das machen. Machen wir doch erstmal das. Gehen wir erstmal zu Seed alle Farben. Und schauen da mal. Für euch würde ich sagen, in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss.